Herzlich willkommen zur nächsten kleinen Folge Podcast Digitalisierung Volkshochschule. Wir sitzen jetzt hier in dem wunderschönen Innenhof der Volkshochschule in Leipzig. Und das hat einen Grund. Und der Grund sind die beiden Kollegen, die hier neben mir sitzen. Das ist einmal Caroline Behnke. Hallo Caroline. Hallo. Und das ist Christian Soll. Hallo. 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 Der Anlass ist eigentlich, dass Caroline hier eine Stelle hat zum Thema Digitalisierung der Volkshochschulen bzw. der Bildung. Seit Dezember bist du hier dabei und wir wollen doch jetzt mal horchen, warum die VS Leipzig zu den wenigen Volkshochschulen gehört, die schon so eine Stelle eingerichtet haben. Caroline, was hat dich dazu bewogen, hier zur VS zu kommen? Also ich war schon vorher Kursleiterin an der Volkshochschule. Ich finde, das ist ja auch eine Institution, die man kennt, wenn man in Leipzig wohnt oder in anderen größeren Städten. Und ja, ich fand zum einen die Kollegen immer sehr sympathisch und die Stelle hat mich auch extrem gereizt, weil ich es toll fand, sozusagen so eine Schnittstelle zu sein zwischen den anderen Kollegen, die es schon gibt und eben nicht so eine vereinzelte Digitalisierungsstelle zu haben, die anderen Konzepte überstülpen muss, sondern dass man eher gemeinsam Kollegen mit Kursleitern, auch mit Teilnehmenden, Ideen entwickelt und die umsetzt und auch so eine beratende, pushende Funktion für andere hat. Das fand ich extrem reizvoll. Ich finde es auch immer. Also du bist so ein bisschen dafür da, unsere Kollegen so Fragen zu beantworten oder selber Ideen einzubringen und andere Kollegen zu unterstützen bei gewissen Lernformaten. Ist damit das Thema Digitalisierung an der VS Leipzig endlich erledigt? Nee, erledigt auf gar keinen Fall. Also ich sehe das als Prozess. Also die Digitalisierung verändert sich ja auch. Sie verändert die Gesellschaft, wie wir kommunizieren und arbeiten. Und da muss man auf jeden Fall im Puls der Zeit bleiben und immer gemeinsam mit anderen Ideen entwickeln, auch reagieren auf Bedarfe, die Teilnehmende haben, die Kursleiter haben. Also ich kann jetzt auch nicht Konzepte für die nächsten 3 Jahre vorlegen, sondern fange mit Modellprojekten an, mit einzelnen Ideen, die umgesetzt werden, probiere einfach Sachen aus, rede ganz viel mit anderen, was die für Erfahrungen machen, mit Kollegen aus anderen Volkshochschulen und entwickle da immer weiter sozusagen. Christian, du bist ja schon seit 2015 in der Volkshochschule. Gehörtest du zu denjenigen, die das Thema erweiterte Lernwelten ganz gut mit auf die Schiene gebracht haben? Caroline hat gerade gesagt, irgendwie 3 Jahre. Ich sag nur mal aus deiner Sicht zum Thema digital unterstütztes Lernen. Wo steht die VS Leipzig in 3 Jahren? Auf keinen Fall am Anfang, diplomatisch ausgedrückt. Ich glaube, dass wir in 3 Jahren auf dem Stand sind, dass wir im Team der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich eine Ahnung davon haben, welche Ziele mit digital unterstützten Lernangeboten erreicht werden können, wie eine qualitative Weiterentwicklung der Bildungsangebote stattfinden kann. Ich bin mir sicher, dass wir Kursleitende auch dabei unterstützen können, wahrscheinlich dann auch immer mit der Expertise oder mit der größten Expertise dann auch von Caroline bestimmte Ideen umzusetzen. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist und was auch hier der Gesamtansatz ist, dass die gesamte Organisation Volkshochschule Leipzig eine Ahnung davon hat, was Digitalisierung bedeutet. Also das bringt ja nichts, wenn wir im Pädagogenbereich irgendwie ein Bild davon haben, was das für den Bildungsbereich bedeutet, sondern die Verwaltung muss da mitspielen, die Leitung sowieso. Und deswegen hat unsere Leiterin das auch in der Art und Weise auf den Weg gebracht, dass es eben nicht eine spezielle Stelle ist, die diese technische Perspektive hat, sondern hier soll die pädagogische Perspektive eingebracht werden und dann eben an verschiedenen Schnittstellen in den einzelnen Bereichen unserer Organisation eben Expertise für Digitalisierung entstehen. Ich habe gerade überlegt, so in 3 Jahren, was sind so Wünsche, die ich hätte, wenn ich optimistisch bin. Das eine ist, dass ich mir wünschen würde, dass die Volkshochschulen nicht mehr so vereinzelt denken, im Sinne von, was können wir für unsere eigene Institution für Angebote entwickeln, sondern auch gemeinsam Konzepte entwickeln, gemeinsam Projekte umsetzen. Weil zum Beispiel ist es ja aus Teilnehmersicht komplett irrelevant, ob ich einen Online-Kurs oder auch einen Blended-Learning-Kurs in Leipzig belege oder in Markkleeberg oder in Hamburg.
Also man könnte da noch viel vernetzender denken und einfach diese wenigen Ressourcen, die man vielleicht aktuell noch dafür hat, einfach gemeinsam besser bündeln und nutzen, um übergreifende Konzepte zu entwickeln. Und ich finde es auch toll, wenn es in 3 Jahren vielleicht so weit ist, dass wenn jemand überlegt, ich möchte mich fortbilden, ich möchte gerne einen Online-Kurs machen, dass der auch zuerst vielleicht sogar an die Volkshochschule denkt und nicht nur auf YouTube guckt oder eben an andere Anbieter denkt. Also, ich glaube, momentan ist es auch noch so, dass viele das noch gar nicht im Hinterkopf haben, dass die Volkshochschule auch zum Beispiel Online-Kurse anbieten kann oder es auch schon tut. Und das finde ich toll, wenn wir dieses Image da auch ein Stück weit mitentwickeln. Also ihr habt hier Digitalisierung auch als Querschnittsaufgabe für die ganze Einrichtung, die wir hier haben. Also nicht nur jetzt auf der pädagogischen Seite. Nun ist es ja so, die erweiterten Lernwelten sind eigentlich gedacht als Blended-Konzept. Also weil ich glaube, die Angst, dass Volkshochschule sozusagen an dem Präsenzmodell irgendwie nagt, da was abnagt sozusagen für Online-Angebote, die ist ja sehr groß da. Jetzt fangen erste kleine Volkshochschulen an, Online-Angebote, so wie du es gerade gesagt hast, zu machen und zu kooperieren. Wäre das für euch hier in Leipzig auch etwas, wo ihr sagen würdet, ja, warum sollen wir hier eigentlich auch reine Online-Kurse machen? Also ich würde jetzt erstmal ganz allgemein sagen, dass das eine das andere ja nicht ausschließt. Also in unserem Leitbild ist zum Beispiel verankert, dass wir Begegnungen fördern. Ja, und dann, es geht dann noch weiter, unabhängig davon, woher jemand kommt oder wie jemand instituiert ist. Also das ist ja auch immer was, was man für sich selbst entscheidet oder was eine Einrichtung für sich selbst entscheidet. Und gerade in dem Bereich können wir ja das eine tun, um das andere zu lassen. Also wir haben hier keine Angst, dass die Begegnungen auf der Strecke bleibt. Und das ist, glaube ich, immer so die größte Angst, die besteht. Nun ist es, oder ich höre häufig, die Bevölkerung läuft der Volkshochschule nicht die Bühne ein, wenn hier ein Blended-Kurs gemacht wird. Also du hast jetzt, glaube ich, schon was angedeutet, wie ich erwarte, dass im Moment nicht von der Volkshochschule. Aber eure Arbeit geht dahin, dass es sozusagen zukünftig selbstverständlich ist. Habt ihr irgendwie einen Plan, wie ihr sozusagen die Menschen davon begeistern wollt? Oder überlasst ihr das eigentlich mehr von den Menschen selber, dass die rausgucken, dass es für sie eigentlich das Wichtige ist? Also ich finde es immer besonders wichtig, dass man nicht das Format in den Vordergrund stellt. Also in dem Fall ist es jetzt ein Blended Learning Kurs oder ein Online-Kurs oder online gestützt. Was brauche ich für Software, für Hardware, sondern dass die Themen und letztlich auch die Lernziele und die Teilnehmenden im Vordergrund stehen. Und ich glaube, so muss man auch nach wie vor die Zielgruppen ansprechen. Also es gibt bestimmt auch eine Zielgruppe, die sagt, ja, ich belege den Kurs, weil das ist ein Online-Kurs, aber ich glaube, der Großteil, für den ist es zum Teil und wird es auch Selbstverständlichkeit werden, dass eben Lernprozesse auch online stattfinden. Finden sie ja auch schon im informellen Rahmen statt. Das heißt, die Teilnehmenden kennen das ja schon und sich online informell weiterführen. Und ich glaube, man sollte die Medien gar nicht so stark in den Vordergrund stellen, weil das schreckt dann wiederum vielleicht Leute ab, die da Hemmschwellen haben. Und Unterstützungsbedarf, also Unterstützungsleistungen auch anzubieten, finde ich auch extrem wichtig, dass eben auch klar ist, gibt es einen Ansprechpartner vor Ort, weil viele geben ja auch nicht gern zu, dass sie es vielleicht nicht verstehen. Ich denke jetzt gerade an die Cloud, ich habe zum Beispiel gerade Tutorials erstellt, die so ein paar Funktionen der Cloud erklären und wirklich ganz basal, ich habe meinen Bildschirm abgefilmt und gezeigt, wie meldet man sich an, wie registriert man sich. Und ich denke, wenn man so diese Unterstützungsangebote macht, also sowohl virtuell als eben auch vor Ort, dann fühlen sich die Menschen noch an die Hand genommen und verlieren auch ihre Ängste. Die Cloud, du hast es angesprochen, VS Cloud. Du hast sie bisher auch mitentwickelt. Also du hast sie begleitet, sagen wir so, jetzt nicht auf der technischen Ebene, aber die Verbände hatten ja relativ viel Beratung in der Entwicklung. Jetzt ist das Ei gebrütet und das kleine Küken VS Cloud ist unterwegs. Sag mal deine Meinung dazu. Also ich bin der Meinung, dass das, was das Team beim DVV letztendlich da auf die Beine gestellt hat, zusammen mit der Entwicklerfirma, es kann sich wirklich absolut sehen lassen. Also ich finde es beispiellos, weil
im Prinzip alle Volkshochschulen in Deutschland unter einem Online-Dach sein können. Das gibt es bei keiner anderen Bildungsinstitution in Deutschland. Und das sollten wir auch selbstbewusst herausstellen. Wir sind an manchen Stellen, finde ich, manchmal nicht selbstbewusst genug als Volkshochschulen. Und das ist wirklich ein Meilenstein, denke ich. Und die 100-jährigen bestehen durchaus angemessen. Genau, also ich bin wirklich begeistert und ich glaube, die VHS Cloud, die hat noch eine tolle Zukunft vor sich. Also ein besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. Insofern verbleibe ich jetzt aber. Ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch. Gerne. Es ist wirklich wunderschönes Wetter hier und ich muss Sie jetzt unbedingt entlassen, weil Sie heute Abend noch gemeinsam essen gehen. Also, danke. Das klingt jetzt auch.